Wäre ich Wahlkampfmanager der US-Demokraten, wäre ich jetzt nervös, um nicht zu sagen in Panik. Denn die Chancen, dass die US-Demokraten diese Wahl gewinnen können, die tendiert bereits gegen Null. Und da muss schon ein Wunder passieren, damit sich da noch was ändert, damit man verhindern kann, dass Donald Trump neuer Präsident in den USA wird. Warum tendieren die Chancen der Demokraten gegen Null? Erstens, weil sie mit einem Kandidaten antreten, der weitaus weniger bekannt, weitaus weniger Renommee hat, positiv wie negativ, wie Donald Trump. Wenn sie mit beiden antreten, dann würden sie mit einer lahmen Ente, mit einer lame Duck antreten, die schon komplett angeschossen ist, deren geistige und mentale und körperliche Fitheit in Zweifel gezogen wird. Das werden sie nicht machen. Alles deutet darauf hin, dass Biden jetzt sehr zeitnah schon ersetzt wird, was die Kandidatur betrifft. Und wenn sie mit jemand anderen kommen, dann ist der weniger bekannt, weniger in der Lage, sozusagen diesen Malus noch aufzuholen. Das wird kaum mehr zu kitten sein. Und der zweite Punkt, der den Demokraten jetzt richtig reinknallt, das ist die stark abkühlende US-Wirtschaft. Und in dieser Situation stellt sich die Frage, okay, wenn jetzt also alles gegen die Demokraten spricht, auf der einen Seite eben kein Kandidat, der präsentabel ist, auf der anderen Seite eben die sich abkühlende Wirtschaft, was bedeutet dann Trump für Europa? Da wollen wir mal kurz uns an diesem US-Feiertag mit beschäftigen, aber starten wir zunächst mal mit Biden und dieser ganzen Geschichte. Van Jones, der in der Administration von Obama war und als enger Vertrauter von Obama gilt, und Obama dürfte ja einen nach wie vor sehr großen Einfluss bei den Demokraten haben, sagt, es geht nicht darum, ob Biden ersetzt wird, es geht nur darum, wie man das macht, ihn zu ersetzen. Ich glaube, das sagt schon relativ viel. Und jetzt ist ein Video aufgetaucht, das Trump beim Golfspielen zeigt, respektive in seinem Caddy hier zeigt. Und wie er sagt, okay, also Trump, Biden ist raus. Er war so und beschimpft dann Biden ein old broken down pile of und so weiter. He's quitting the race, also er verlässt das Rennen, sagt er. I got him out of the race and that means we have Kamala. I think she's going to be better, aber sie ist auf jeden Fall total schlecht auch. Und jetzt kommt das, was, glaube ich, wirklich der interessante Aspekt an diesen Äußerungen von Trump ist, der natürlich wieder komplett aus seiner Weltsicht hier argumentiert, aber er hat natürlich einen Punkt, wenn er sagt, jetzt stellt euch mal vor, die Kamala Harris sitzt da mit Putin und mit Xi Jinping an einem Tisch. Glaubt ihr, dass die eine Chance hat, da zu bestehen? Das glaube ich auch nicht. Trump ist ein Zocker, ein Spieler, aber er lässt sich eben von solchen Jungs wie Putin und Xi Jinping nicht so leicht hinters Licht führen. Das Risiko bei Trump ist eben, weil er ein Zocker und ein Spieler ist, setzt er manchmal alles auf ein Blatt und meistens geht es gut, aber wenn es nicht gut geht, dann haben wir alle ein riesiges Problem. Jedenfalls sehen wir in den Umfragen Trump 48%, Biden 42%. Also der Abstand, der wird deutlich größer, aber es dürfte nicht Biden werden, denn jetzt immer mehr Artikel auch, die zeigen, also er ist eine lame duck, Biden ist jetzt so angeschossen, ja, diese Bilder kriegst du nicht mehr raus aus dem Bewusstsein, das ist sozusagen auch die mediale Berichterstattung, dass jetzt die demokratisch nahestehenden Medien oder die den Demokraten nahestehenden Medien in den USA Biden im Grunde schon so stark anschießen, dass der nicht mehr zu halten ist. Und dann ist eben die Frage, Kamala Harris, aber was kann diese Frau wirklich leisten, die sich ja als Vizepräsidentin nicht gerade hervorgetan hat, nicht gerade Pluspunkte gesammelt hat, wo man sagt, wow, diese Frau, die hat die Kompetenz, diese Frau, die hat das Durchsetzungsvermögen, das war alles eher schwach, was sie abgeliefert hat und nicht gerade präsidial, um es mal vorsichtig zu formulieren, und dementsprechend denke ich, hat sie wenig Chancen, hier Seth Donald zu schlagen. Aber hier eben dann auch diese Zölle, das ist das große Thema, wenn Trump kommt. Hat er gesagt, ich werde nicht nur die Zölle gegen chinesische Importe erhöhen, sondern pauschal alles, was aus dem Ausland kommt, wird bezollt. Und damit will er zwingen, dass die Firmen eben dann in den USA produzieren.
sodass hier eben Arbeitsplätze entstehen werden, aber natürlich auch höhere Löhne, höhere Kosten bei der Produktion anfallen, als wenn ich etwa in Mexiko produziere. Jedenfalls sehen wir, dass ja das Defizit der Amerikaner jetzt schon höher ist als während des Ersten Weltkrieges in Relation zum BIP, fast so hoch wie im Zweiten Weltkrieg. Hier sehen wir übrigens mal, Japan ist ja mit Abstand der größte Halter von US-Staatsanleihen vor China. Die bauen ja konstant ab. Und das dürfte sich verstärken, wenn man jetzt merkt, okay, da könnte so eine inflationäre Phase wie in den 70ern kommen. Wir haben jetzt diesen Rückgang der Inflation. Und dann kommt das, was in den 70ern, späten 70ern passiert ist, durch die Iran-Revolution oder durch die Revolution im Iran, dass sozusagen politische Ereignisse, in diesem Fall Trump, dafür sorgen, dass die Inflation wieder nach oben geht. Und die Fed müsste eigentlich fünfmal die Zinsen anheben, wenn Trump ans Ruder kommt. So ja, Goldman Sachs und jetzt ebenfalls Goldman Sachs, die sagen, wir haben uns mal angeschaut, was würden denn diese Zölle einerseits für die USA bedeuten und andererseits für Europa bedeuten? Und die Zölle würden in Sachen Inflation einen moderaten Einfluss auf Europa haben, aber einen großen auf die USA, weil eben dann diese Waren, die in die USA kommen, bezollt werden, dadurch im Preis steigen. Das werden die Firmen an die Konsumenten in den USA weitergeben. Also Inflation ist dann in den USA das Problem, weniger in Europa. Aber in Europa, so Goldman Sachs, ist die Wirtschaft das Problem, denn die Zölle werden die Wirtschaft vor allem in den USA stärker abkühlen als in den USA. Sehr interessante Beobachtung, wie ich finde. Das heißt, wir haben dann ökonomisch noch ein Problem. Und das ist natürlich in einer Situation, wo die Schuldensituation jetzt im Fokus ist, Stichwort Frankreich, das ja jetzt im Mai wieder ein extremes Defizit gefahren hat, was die Wirtschaftsleistung zum BIP betrifft. Hier sehen wir mal, bis auf Deutschland ist bei den großen Ländern wie Spanien, Italien, La France, die Lage doch ziemlich miserabel. Also das Defizit zum BIP jeweils in Richtung 4%, mindestens 3%. Die Franzosen bei 5,5. Also da ist schon einiges im Argen. Und wenn du dann noch eine schwächere Wirtschaft hast, aber mindestens genauso viel Geld ausgibst, und das ist in Frankreich ja nicht unwahrscheinlich aufgrund der Wahlversprechen aller Parteien, vor allem der Linken wie auch der Rechten, dann hast du natürlich immer noch größere Defizite Wirtschaftsleistung zum BIP. Das ist genau das Thema. Dann werden die Anleihemärkte unruhig und sagen, hey Guys, da wollen wir aber größere Risikoprämien haben. Und das gilt auch für die USA. Wir haben gestern gesehen, die Renditen sind gefallen. Also die Risikoprämien, wenn man so will, für US-Staatsanleihen sind gefallen. Aber wir hatten gestern den ISM Service Index, der geradezu historisch ausgefallen ist. Gucken Sie mal unten, wir waren nur schwächer, praktisch genauso schwach in Corona. Also praktisch im totalen Lockdown war es etwa genauso. Jetzt gucken Sie oben mal Report on Business New Orders. Hier sehen wir, dass wir da sogar schlechter sind als in Corona, sondern nur in der Finanzkrise schwächer gewesen sind. Die Preise aber sind nach wie vor hoch mit 56,3. Das ist das Einzige, was wirklich steigt. Das sehen wir hier auch. Überall sehen wir Contracting, diese einzelnen Subkomponenten. Contracting, Contracting, Contracting. Prices increasing. Und hier jetzt die Aussage von PR Newswire. Also wenn bei solchen Werten bedeutet das, dass die Wirtschaft überhaupt nicht mehr wächst, vielleicht sogar schrumpft inzwischen. Wahrscheinlich haben wir schon den Beginn einer Rezession gesehen. Es ist sozusagen nur noch nicht offiziell in den Zahlen erkennbar. Hier sehen wir nochmal ISM Service. Diejenigen Befragten in dieser Einkaufsmanager-Umfrage, die sagen, ich erwarte, dass die neuen Orders, die Neuaufträge wieder steigen. So tief wie seit der Finanzkrise nicht mehr und der Dotcom-Blasen-Platzen-Rezession 2001. Auch das nicht gerade besonders toll. Und hier sehen wir den Economic Surprise Index jetzt mit den Daten. Gestern war ja nicht nur ISM, war ja auch Industrieproduktion in den USA, waren schwache Daten vom Arbeitsmarkt, Erstanträge, vor allem Folgeanträge, EDP-Arbeitsmarktbericht, was haben wir noch gehabt? Irgendwas haben wir noch gehabt, gell? Irgendwas hast du immer. Jedenfalls sehen wir, dass hier die Lage jetzt in Relation zur Erwartung, und das bemisst ja der City Economic Surprise Index, so schwach ist, wie seit 9 Jahren nicht mehr.
Und so ist auch der Realtime-Tracker für das BIP in den USA von der Atlanta Fed gezwungen, das Ganze runter zu revidieren auf 1,5%. Noch nicht allzu lange her, da hatte man gedacht, die Wirtschaft wächst um über 4%. Kommen wir zu den Markets, da sehen wir die großen Werte jetzt praktisch auf dem Niveau, auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase in Relation zu den kleineren Aktien, der Equal Weight Index, also wo alle Aktien Gleichgewicht sind im S&P 500. Jetzt praktisch auch auf diesem Niveau der Dotcom-Blase, also so tief wie seitdem nicht mehr. Das sehen wir hier in im S&P 500 auch und der Advanced Decline-Linie, also Anzahl der Aktien, die steigen, zu denjenigen, die fallen, ist nicht gestiegen, aber der S&P 500 ist gestiegen. Normalerweise beginnt jetzt im Juli dann eine steigende Volatilität und das würde ja auch Sinn machen, schon angesichts der politischen Dinge, die wir derzeit sehen. Frage ist auch, wenn wir nochmal jetzt zu den Märkten zurückkommen und zu dieser KI-Euphorie, gestern ja Nvidia und solche Werte wieder deutlich gestiegen. Sequoia hat jetzt ausgerechnet, also die müssten nämlich die Unternehmen, die hier KI-Hoffnungen haben, Datencenter bauen, Chips kaufen, die müssen 600 Milliarden Dollar umsetzen. Bisher ist es nicht einmal ein Bruchteil davon, könnte man sagen. Diese Euphorie ist komplett übertrieben. Es ist die Frage, wann diese Ernüchterung kommt. Diese Ernüchterung wird dann wahrscheinlich zu weit gehen, dann wird man zu pessimistisch sein und dann sehen wir wieder einen Aufschwung in KI. Aufschwung sehen wir beim Nasdaq, dagegen weniger beim Jones. Wenn Sie links hier mal gucken, Dow Jones Transports macht diese ganze Rallye nicht mit. Wir sehen hier S&P 500, die 52-Wochen-Hochs, wenn Sie unten rechts da mal gucken, trotz neuer Allzeithochs sind ziemlich tief. Hier sehen wir mal die Relation zwischen Anleihen und Aktien, genauer gesagt zwischen Aktien und Anleihen. Die Stock-Bond-Ratio, extrem krass, was hier alles der Fall ist. Die Stimmung ist nach wie vor bullisch, auch wenn jetzt der Anteil der Bullen bei den Privatanlegern auf 41,7% gefallen ist. Aber Put-Call-Ratio jetzt auf dem tiefsten Stand wieder seit Anfang 2021, während Insider verkaufen, wie Jensen Huang von Nvidia und Jeff Bezos gesagt hat, okay, 5 Milliarden mache ich jetzt einmal locker mit meinen Amazon-Aktien, also die Insider verkaufen. Das ist jetzt nicht zwingend ein Verkaufssignal auch für andere, aber es zeigt zumindest, alle anderen wollen kaufen, die dicken Jungs, die verkaufen. Meistens passiert das ja mit Plänen. Also das, was Jensen Huang von Nvidia macht, das ist schon länger festgelegt, aber jetzt eben diese neue Botschaft hier mit Jeff Bezos und erstaunlich auch Bitcoin fällt, obwohl Trump zum Beispiel jetzt die Idee wohl ins Spiel gebracht hat, Bitcoin als eine strategische Reservewährung zu halten. Dadurch, dass die Amerikaner ja auf den Dollar angewiesen sind, der ihre Weltmachtstellung sichert, will Trump aus strategischen Gründen, und das macht vielleicht auch Sinn, die Alternative zum Dollar oder eine mögliche Alternative zum Dollar auch unter Kontrolle halten, könnte man sagen. Schauen wir uns mal an den Vergleich zwischen dem S&P 500 und der Liquidität im Bankensystem und wir sehen, S&P 500 geht hoch, Liquidität im Bankensystem geht wieder runter. Und da ist was im Argen. Wir sehen, JP Morgan steigt und steigt und steigt. Man kauft sozusagen den besten und liquidesten großen Player am Markt. Dagegen werden die kleinen, die Regionalbanken, wieder deutlich abverkauft, wie wir hier sehen. Also trotz der positiven Märkte gestern, die Regionalbanken wieder deutlich unter Druck. Das zeigt, dass hier eine Trennung stattfindet zwischen den großen Banken und den kleinen, die jetzt langsam über den Jordan gehen. Wir sehen hier mal die Risikoprämien für CC, Junk Bonds, also für ganz schlecht geratete Junk Bonds, die schon kurz vor Kreditausfall sind. Da gehen die Risikoprämien zuletzt deutlich nach oben, nicht allerdings bei dem HYG, also dem High Yield ETF. Das können Sie hier rechts sehen und das, obwohl die Daten ja immer schlechter werden. Also wir haben eine Aufspaltung zwischen Junk Bonds auf der einen Seite und noch schlechteren Junk Bonds. Bei den noch schlechteren Junk Bonds, da beginnt bereits die Panik, bei den anderen noch relative Ruhe. Wir sehen aber, dass gestern Rohstoffe stark gestiegen sind, Gold, Silber vor allem, Stagflation.
Arthur Burns would be proud, so the great Martis, da sehen wir, dass sich da also auch was tut. Und China jetzt versucht, Xi Jinping ausländische Investoren zu umwerben. Und warum? Weil eben diese Investitionen nach China deutlich nach unten gegangen sind aus dem Ausland. Chinas Zentralbank hat ja jetzt versucht, diese rekordniedrigen Renditen, da gab es einen richtigen Renditecrash, also es gab eine massive Flucht in Anleihen, in Staatsanleihen, weil man eben nicht mehr glaubt, dass die Wirtschaft sich erholt. Jetzt hat die Zentralbank agiert und versucht, das Geld umzulenken, dass die Leute wieder in Immobilien investieren, denn ohne Immobilien, da wird es extrem schwer für die Chinesen, und schwer haben es mir auch, gell, wir Deutschen. Auftragseingänge der Industrie im Mai minus 8,6%, uiuiuiuiui, es geht immer weiter nach oben, segensreich unsere Wirtschaftspolitik. Das Wichtigste, meine Damen und Herren, ist doch, dass wir CO2-neutral werden, dass wir also clean werden, dass wir halal werden, dass wir koscher werden in Sachen CO2. Das ist uns wichtiger als alles andere. Ne? Wir brauchen ja keine Wirtschaft. Ne? Ne? Das reicht doch, wenn wir CO2-frei sind. Da brauchen wir doch keine Wirtschaft mehr. Ne? Das ist ja das Geniale, was der Habeck da erkannt hat. Drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Nvidia Insider verkaufen. Wang verkauft massiv Aktien. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung. Ja, was passiert jetzt mit Bitcoin? Da sehen wir, fällt wegen MTGOX und anderen Problemen, warum Bitcoin momentan Schwierigkeiten hat. Zweite Empfehlung. Und die dritte Empfehlung, meine Damen und Herren, ist der DAX. Ja, passiert jetzt da etwas? Wir sind an wegweisenden Marken. Also diese drei Empfehlungen gerne weiterempfehlen über diese Social Media Button. Ich sage Servus, ciao.